Obdachlose Frauen haben es auf der Straße besonders schwer. Sie sind dort Gewalt, Übergriffen und sexueller Ausbeutungen ausgesetzt. Deswegen hat die Caritas Hamburg in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule HO das Containerprojekt gegründet. Andrea Hniobek ist Dozentin an der Hochschule und leitet bei der Caritas die Abteilung Existenzsicherung. Sie beschreibt Focus Online das Projekt. Das Containerprojekt richtet sich an obdachlose Frauen, die sonst nirgends untergebracht werden können. Sie fallen wegen der Sprache, Kosten für die Unterkunft oder Drogen aus dem Raster. Sie schaffen die Hürde ins normale System nicht. Alleine in Hamburg gibt es mehr als 2000 obdachlose Frauen. Etwa 30% aller Wohnungs- und Obdachlosen sind weiblich. Das ergeben Zahlen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, BAF. Die Frauen kommen von ganz alleine. Die meisten obdachlosen Unterkünfte sind nach Geschlechtern getrennt. Da es viel mehr Einrichtungen für Männer als für Frauen gibt, wurde das Projekt 1993 mit nur 3 Plätzen gegründet. Da die Nachfrage der Frauen stark zugenommen hat, gibt es die Container seit ca. 6 Jahren als ein ganzjähriges Projekt. Wie Hniobek erzählt, wenn es solche Angebote gibt, kommen die Frauen von ganz alleine. Sobald ein Platz frei wird, verschickt sie eine E-Mail. Ich stehe eng im Kontakt mit Frauenhäusern, lokalen Hilfsorganisationen, den Gesundheitszentren und Behörden. Viele der Frauen sind nicht in der Lage, ein Gespräch zu führen, da sie eingeschüchtert oder von Drogen abhängig sind. Innerhalb von 3 bis 4 Minuten ist der Platz vergeben und eine neue Frau zieht ein. Ein Container hat ca. 5 bis 6 Quadratmeter. Es ist lediglich ein Bett, Tisch und Stuhl vorhanden, doch das genügt. Das Wichtigste ist den Frauen ein Kopf über dem Dach. Studenten beweisen Herz für obdachlose Frauen. Die obdachlosen Frauen werden von 20 Studenten des Studiengangs Soziale Arbeit unterstützt. Ihre Aufgabe besteht darin, sich um die Frauen zu kümmern. Sie sorgen dafür, dass es Frühstück gibt und jemand den kleinen Gemeinschaftsraum aufsperrt. Die Studenten reden mit den Frauen und fragen sie ganz banale Dinge wie: Hast du gut geschlafen? Was hast du heute vor? Oder kümmere dich mal um deinen Container. Sie begleiten die obdachlosen Frauen auch auf Ämter und haben ein offenes Ohr für ihre Probleme. Manche Frauen sind überfordert. Einige Frauen kommen mit ihrem neuen Zuhause nicht zurecht, so Hniobek. Manche Frauen halten es in den Containern nur ein paar Tage aus, obwohl sie sich so sehr ein Dach über dem Kopf gewünscht haben. Obdachlose tun sich oft schwer, im Container zu leben, auch wenn das Schutz bedeutet. Das Leben in den Minihäusern ist nicht zeitlich begrenzt. Einige Frauen sind nach ein paar Tagen wieder weg, andere bleiben ein paar Jahre. Die obdachlosen Frauen kommen aus Deutschland,
Osteuropa, Frankreich, Spanien oder der Schweiz. Transsexuelle Frauen. Das Projekt nimmt auch transsexuelle Frauen auf. Ein Fall hat Njopek besonders berührt. Wir haben eine Transfrau aufgenommen. Sie hat noch als Mann ein Kind gezeugt. Sie kam aus Osteuropa und hat einen Job gesucht. Das ist grundsätzlich schon schwer, als transsexuell nahezu unmöglich. Wir haben sie aufgenommen und ihr geholfen. Heute lebt sie als alleinerziehende Mutter zusammen mit ihrer Tochter in Hamburg und hat einen Job. Nun kann sie sein, wer sie ist. Wir sind einfach nur für sie da. Njopek findet am wichtigsten, wir sind einfach nur da und das 365 Tage im Jahr. Wir begleiten die Frauen zurück in ein normales und geregeltes Leben. Die Frauen erhalten keine Sozialhilfe, deswegen müssen sie betteln gehen oder prostituieren sich. Frauen aus Osteuropa haben keine Chance auf Beantragungen von Leistungen. Es gibt keine rechtlichen Möglichkeiten. Von November bis April tragen die Behörden die Kosten für die Container. Im Sommer lebt das Projekt ausschließlich von Spenden. Das Ziel des Projektes ist es, den Frauen einen Schutzraum zu geben, in dem sie sich von dem Leben auf der Straße erholen können. Wir unterstützen die Frauen, helfen ihnen herauszufinden, was sie wollen, was möglich ist und aber auch ihr Leben wieder auf die Reihe zu bekommen.